Ein wunderschöner Morgen erwartet uns hier in unserer kleinen süßen Skyblock-Welt. Meine Damen und Herren, diesen Satz habe ich tatsächlich seit mittlerweile mehr als einem Monat nicht mehr gesagt. Und ich werde euch auch gleich sagen, woran das gelegen hat. Und ich werde euch auch gleich erklären, warum im Titel steht, dass ich heute cheaten werde. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich... Der ist einfach gerade innerhalb von einer Millisekunde wieder nachgewachsen, ne? Ihr wisst ja, dass ich eigentlich ein sehr großer Minecraft-Romantiker bin. Und boah, hier ist auch einiges gewachsen, ne? Man merkt auf jeden Fall, dass ich eine lange Zeit nicht mehr hier in der Map war. Ich will auch gar nicht wissen, was da hinten an Monstern gespawnt ist. Geht's auf jeden Fall auch ordentlich ab. Gehen wir auch gleich hin. Ich bin ein Minecraft-Romantiker, wollte ich kurz sagen. Ich hasse Cheaten, nicht nur bei Minecraft, sondern auch bei anderen Spielen wie GTA oder keine Ahnung, bei was für Spielen man auch so standardmäßig eigentlich häufig mal Cheats eingibt. Weil ich finde, es macht den Spielspaß kaputt. Noch nie war es so, dass man nach einem Cheat gesagt hat, ey, macht mir jetzt wirklich viel mehr Spaß. Man hat es immer da mal kurz gemacht und dann hatte man eine Viertelstunde Spaß und dann war es wieder vorbei. Und das ist der Grund, warum ich auch eigentlich in Minecraft dagegen bin zu cheaten und eher ein Freund bin, komm, ich mache eine Timelapse, wie ich Steine abbaue, anstatt dass ich sage, komm, ich cheate mir Steine. Allerdings ist es heute an der Zeit, und das habe ich ja auch schon vor einigen Folgen angekündigt, dass ich diesen ganzen Popelkrams hier, anders kann man es wirklich nicht nennen, abbauen werde im Creative Mode, also dass ich in Minecraft rumfliegen kann. Es ist tatsächlich sogar das eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt, das komplette Gegenteil von einem Cheat, denn ich werde halt diese ganzen Blöcke nicht kriegen. Wenn ich die abbaue, kriege ich die eventuell, weil die mir dann ins Inventar fallen, wenn ich die abbaue und dann hier so wieder rüber nach Hause laufe. Durch den Cheat gehen die quasi alle verloren. Aber das ist mir egal. Also ich cheate mir keine Items, sondern wir sparen einfach Zeit. Dadurch, dass ich nicht, das wird locker eine Stunde dauern, hier alles einzeln abzubauen. Und ich habe ja auch nur Steinwerkzeuge und nicht Diamantsachen oder so. Das wird echt extrem in den Rahmen sprengen. Deswegen, heute werden wir auf jeden Fall am Ende der Folge cheaten. Bevor wir das allerdings tun, werden wir dort hinten hingehen. Und den Leuten da hinten meinen Besuch abstatten. Dafür brauche ich allerdings Bruchsteinstufen. Und dafür brauchen wir erstmal eine ganz kurze Timelapse. So, meine Damen und Herren, ein wunderschöner neuer Morgen erwartet uns hier. Ich lasse das hier unten mal weiter wachsen, denn ich möchte jetzt ein bisschen vorankommen. Und wir sprinten jetzt mal nach dort hinten. Ich habe mir genügend Bruchsteinstufen gemacht. Insgesamt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stacks insgesamt. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Und dann schauen wir doch mal, was da hinten die Festung so für uns zu bieten hat. Beziehungsweise eine Festung ist es ja gar nicht. Es ist ja so ein Außenposten in Minecraft-Sprache, glaube ich. Das ist der richtige Begriff. Während ich dort allerdings hinlaufe, merkt ihr schon, habe ich euch die Timelapse extra schon beendet, denn ich habe eine kleine Sache, die ich euch fragen möchte. Und ich weiß, es ist mein YouTube-Kanal und schlussendlich, wenn ich Bock hätte, könnte ich jetzt auch sagen, komm, ich mache wieder 3-4 Wochen Minecraft Skyblock Pause. Das lag nicht am Projekt und dass es mir keinen Spaß mehr macht, sondern weil ich generell einfach gesagt habe, ja schon im Podcast auch, nach Silvester wird erstmal ein paar Wochen ein bisschen ruhiger bei mir sein mit YouTube, weil ich einfach so ein bisschen chillen möchte. Ich möchte ein bisschen Zeit mit Freunden verbringen, aber mir auch Gedanken machen, was ich in dem neuen Jahr so ein bisschen machen möchte. Im Jahr 2023 haben wir mittlerweile schon, nicht nur auf YouTube, sondern generell auf Social Media und habe mir dann halt gedacht, komm, mache ich das Ganze mal in der Januarzeit. Der Januar ist ja meiner Ansicht nach immer so der Montag des Jahres. Deswegen, oh, schaffe ich das? Uah. Ich bin krass. Komm, ich mach nochmal. Nee, ich mach nicht nochmal. Bin ich irre? Bin ich lebensmüde? Ich habe voll viele Sachen dabei. Der Baum hier sollte jetzt auf jeden Fall langsam mal despawnen. Also die Laubblätter sollten dort verschwinden. Das ist ja immer leider so, weil unsere Insel, wo wir... Das ist ein Grafikfehler hier ganz kurz. Den haben wir auch manchmal leider am Start aufgrund des Shaders. Allerdings ist es ja so, dass meine Insel, wo ich mein Häuschen habe jetzt in Skyblock und die Monsterfarm und so, das ist zu weit entfernt, sodass die Chunks geladen werden, wo sich hier beispielsweise der Baum befunden hat. Deswegen waren die Blätter da die ganze Zeit noch da. Aber wenn wir nachher den Cheat eingeben am Ende der Episode, dann müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Dann werden wir das auch alles wegmachen, damit alles wieder schön und clean aussehen. Das ist mir immer sehr wichtig in Minecraft. Allerdings habe ich ja gerade schon angekündigt, ich möchte eine kleine Sache sagen. Ein Stückchen gehen wir noch weiter hier. Und zwar habe ich eine kleine Sache mir überlegt, beziehungsweise auch von euch in einem Twitch-Livestream von mir. Ich heiße dort LaserLuca und habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen häufiger gelivestreamt und will das auch weiter fortführen. Ich habe da richtig Bock drauf. Jetzt habe ich hier in Köln endlich eine vernünftige Internetleitung, einen vernünftigen PC und kann das alles vernünftig machen. Da haben mir viele von euch gesagt, Luca, was hältst du eigentlich davon, wenn Minecraft Skyblock ein Livestream-Event wird?
Also, dass ich beispielsweise die Folgen hier nicht mehr so jetzt hier einfach aufnehme und dann schneide und hochlade, sondern dass ich im Stream auf twitch.tv/laserluca, müsst ihr mir alle folgen, ist kostenlos, dass ich dort einfach Minecraft Skyblock spiele. Und das hat nur Vorteile, meiner Ansicht nach. Ihr habt mich da echt krass von überzeugt im Livestream-Chat, als ich da vor ein paar Tagen Minecraft mit Sandra gespielt habe, live. Und zwar kann ich live auf euer Feedback eingehen. Ich habe eine direkte Kommunikation mit euch. Das heißt, wenn ich Fragen habe, wie zum Beispiel, ey, wie kann ich mein Portal da hinten anzünden? Ich habe ja kein Feuerzeug. Das muss man dann irgendwie mit Lava machen, glaube ich. Dann könnt ihr mir direkt schreiben, ey, Luca, guck mal, du musst einen Holzblock nehmen, den daneben stellen und dann Lava drauf. Dann habe ich direkt eine Lösung. Und es ist dann nicht so wie, ey, Leute, wie soll ich das machen mit der Monsterfarm? Wie soll ich das reparieren? Dann muss ich warten, bis die Folge online ist, muss mir eure Kommentare durchlesen, muss warten, bis da jemand vielleicht eine Lösung hat. Und dann erst im neuen Video kann ich es anwenden. Sondern da kann ich direkt quasi auf den Chat drauf eingehen und Lösungen direkt implementieren in meine Skyblock-Welt. Das ist ein großer Vorteil und es würde sich für euch auch nichts daran ändern, denn das Projekt würde halt auf Twitch, meinem Twitch-Account LaserLuca laufen. Ich würde das dort live streamen, beispielsweise morgen direkt um 18 Uhr, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich die Highlights davon trotzdem auf dem Kanal hier hochladen. Das heißt, ihr könnt einerseits im Stream mit dabei sein, wenn ich live bin, morgen um 18 Uhr würde ich das beispielsweise machen, das würde ich schaffen. Und ihr könnt euch den Stream auch nochmal im Nachhinein auf meinem Twitch-Account angucken, auf LaserLuca. Das heißt, wenn ihr beim Stream morgen nicht dabei sein könnt, könnt ihr trotzdem am Samstag oder am Sonntag oder in 3 Jahren sagen, ey, ich habe das verpasst, ich würde mir das gerne nochmal angucken. Oder ihr könnt euch dann einfach das Stream-Highlight Best-of auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und es hat eigentlich nur Vorteile. Deswegen findet ihr einfach mal unten in den Kommentaren, man kann leider nicht mehr über diese Infocard-Funktion hier oben in der Ecke so eine Umfrage machen. Das hat YouTube irgendwie weggemacht. Ich habe das richtig oft benutzt, ich fand das richtig cool, das Feature. Aber ihr findet jetzt unten in den Kommentaren, deswegen schaut da mal rein, 2 Kommentare von mir. Einmal Twitch-Livestream ja und einmal Twitch-Livestreams nein. Gebt bitte dem Kommentar einen Daumen hoch, den ihr halt möchtet. Ihr könnt auch dem anderen Kommentar dann einen Daumen runter geben, wie ihr wollt. Und dann schaue ich einfach mal. Das ist sehr weit oben, fällt mir gerade auf. Da muss ich... Oh, was ist denn das? Das sind auch so Dinger irgendwie da am Rumfliegen. Da haben wir auf jeden Fall... Oh, die dürfen mich auf jeden Fall nicht runterschießen. Da muss ich echt aufpassen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Macht das mal bitte in den Kommentaren. Stimmt da mal bitte ab. Da können wir dann schauen, ob ihr... kann ich dann schauen, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Und dann... der sieht mich schon. Oh. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, no joke, am sinnvollsten ist es, wenn ich mir Leitern crafte. Vielleicht insgesamt so 15 Stück. Nee, kann ich gar nicht. 12 sollten auch erstmal ausreichen, hoffe ich. Und dann baue ich mich hier einfach hoch mit Leitern. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Boah, der hat mich da... Jetzt ist er despawned. Wahrscheinlich, weil er doch noch ein Stückchen weit weg ist. Ich habe Angst, hier runterzufallen. Ich habe auch keinen Wassereimer mit, aber so einen MLG-Wassersprung würde ich, glaube ich, eh nicht hinkriegen. Ich bin auf jeden Fall schon auf der Höhe. Das habe ich ja gar nicht bedacht, dass ich ja da runterfallen kann, wenn die mich abschießen. Da muss ich jetzt aber echt... Ich werde vielleicht erstmal da vorne hingehen. Boah, oder wie soll ich mich da hinbauen? Ich weiß es gerade gar nicht. Wie gehe ich denn da am besten vor? Ich meine, wenn die einmal schießen, falle ich hier runter. Oh Gott, am besten vielleicht sogar von oben da drauf? Boah, das ist aber auch nicht sinnvoll, weil dann, ich habe jetzt nicht genügend Leitern mit. An das habe ich nicht gedacht. Also das ganze Twitch-Livestream-Thema jetzt mal außen vor, ich habe es ja breit und brand, so gut es geht, erklärt. Ihr habt auf jeden Fall in den Kommentaren die Möglichkeit abzustimmen, also macht das gern mal. Ich kann die auch einfach attackieren, fällt mir gerade auf. Oh Gott, guck mal, die schubsen sich automatisch von alleine runter da ein bisschen. Ja, die fallen da runter. Das ist sehr gut für uns. Oh Gott, kommen da viele an. Boah, ich habe echt Schiss, dass die mich hier runterschießen. Ich habe auch nur 64 Pfeile. Hätte ich vielleicht doch nochmal zur Monsterfarm hingehen müssen. Oh Gott, meint ihr, ich kann mich nach da unten bauen, weil theoretisch, wenn die von oben schießen... Mein Schwert ist auch fast kaputt, ich Idiot, ey. Boah, ich habe aber zum Glück alles, um mir nochmal ein Schwert zu craften eben. Boah, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ich hätte auch vielleicht mal vernünftig noch ein Bett mitnehmen sollen. Ey, Gott, ich bin ja so ein Idiot. Und die da vorne gucken mich alle an, da sind schon wieder neue gespawnt. Oh nein, wenn ich den töte, haben wir einen Überfall am Start, ne? Aber ich habe jetzt zum Glück keinen Villager.
Das heißt, wenn der jetzt runterfällt, müsste ja, glaube ich, gleich die Benachrichtigung kommen, dass ich irgendwie einen Überfall gestartet habe. Oder das wird halt im Inventar angezeigt. Die sind alle tot. Nee, es wird noch nicht angezeigt. Ich riskiere es jetzt einfach mal, glaube ich. Ich baue mich jetzt einfach mal rüber. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, sind das viele. Die kommen aber nicht hoch. Die sind tot. Ich gehe mal direkt nach oben, alle töten. Schnell essen. Sind wir hier schon oben? Nee, sind wir nicht. Doch, sind wir. Aber hier ist keiner. Hier ist irgendwie keiner. Wo sind die oder waren die noch eins höher? Nee, es geht keins höher. Was haben wir hier? Wir haben Kartoffeln, wir haben eine Armbrust, wir haben Korn? Hat das Ding gefurzt? Der furzt ins Rohr! Ey, krass, ne? Wie weit das weg ist. Guck mal, wir sind den ganzen Weg gelaufen, hier rüber. Hier lang haben wir uns gebaut und dann hier hin. Und es sieht echt so mini aus, unsere kleine Welt da hinten. Ich liebe Minecraft, wirklich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich baue jetzt einfach mal die Kiste hier ab. Dann haben wir ja direkt die ganzen Items hier am Start. Ich weiß nicht, ob ich hier sonst noch irgendwie was brauche. Ich will hier nichts abbauen, weil wir das ja alles im Cheat-Mode gleich machen. Da unten gehen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal hin. Aber ich glaube, wir haben die Leute alle besiegt. Und hier sollte niemand mehr am Start sein. Das heißt, wir können theoretisch nochmal eben einen Stockwerk tiefer gehen. Hier ist auch niemand... Doch, ich höre noch was. Ich höre noch was. Die können wir mit Scheren abbauen, aber wir haben noch kein Eisen. Oh! Boah, die Idioten. Ich höre immer noch was. Wo ist das? Hä? Oh! Au! Okay, der ist auch weg. Wir haben's. Ich höre nichts mehr. Das Blöde ist nur, dass es jetzt regnet und das heißt, es können Monster spawnen. Da müssen wir drauf aufpassen, dass jetzt nicht noch irgendwie Skelette kommen oder so. Ich werde mich jetzt mal nach da vorne erstmal rüberbauen, um die Wolle zu holen, die wir von da vorne benötigen. Oh mein Gott. Boah! Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist ja wieder so eine stressige Episode, Alter. Da habe ich 3 Wochen Pause gemacht von Skyblock, komme zurück und alle haben was gegen mich. Alle hetzen, alle greifen mich an. Das ist doch nicht wahr. Leute, sogar das Wetter hasst mich. Ah, die Wolle hasst mich auch. Alles geht schief wieder. Alter, dieses blöde Gewitter. Wir müssen echt zurück und schlafen. Hätte ich mal ein Bett mitgenommen. Aber ich meine, wenigstens haben wir jetzt die Wolle. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ich jetzt live wäre. Könntet ihr mir halt direkt sagen, ey, Luca, mach so und so hier mit der Wolle. Dann ist sinnvoll. Aber das ist ja gerade leider nicht live. So, noch die beiden hier, dann haben wir's. Zack, und der da vorne noch. Zack. Hä? Aha. Jetzt hab ich... Ich hab auch nur noch die Hälfte meiner Pfeile. Die kommen immer wieder, ne? Zäune brauche ich nicht. Hier vorne haben wir das Banner. Oh, ich höre schon wieder irgendwelche Sounds. Da vorne steht wieder einer. Wir müssen hier auf jeden Fall... Hier ist noch einer. Wir müssen hier auf jeden Fall fix weg. Ich habe jetzt auch nicht unendlich Essen mit, ich Idiot. Ich habe noch so viele Pilzsuppen. Hab das aber gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass ich die ja mitnehme. Ich habe die ja nur für die Challenge gemacht. Ich höre schon wieder irgendwen rumkrölen. Sag mal, spawnen die hier immer weiter? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was das für Dinger da drin sind, ne? Ich höre die ganze Zeit so ein Grummeln von diesen Viechern. Schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare. Oh mein Gott. Oh. Schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare, was das für Teile sind und wofür ich die benötige.
weil ich habe das noch nie gesehen in Minecraft. So komische blaue Fliegedinger. Die Sache ist jetzt allerdings, wir müssen dann ja wahrscheinlich safe nochmal hier hin und über diesen ganzen Weg laufen. Das heißt, cheaten heute wird eh keinen Sinn ergeben, außer für den hinteren Bereich. Und das ist allerdings auch erstmal tatsächlich genau das, was ich jetzt machen werde. Denn ich möchte auf jeden Fall in der heutigen Episode cheaten. Ich habe es im Titel geschrieben und mich stört es... Nein. Moin Leute, Trimax hier. Nein, nein, nein. Wie können hier denn Creeper spawnen? Ich habe das doch extra auf diese halbe Blockstufe gebaut. Das kann doch nicht sein, dass hier jetzt Creeper spawnen. Ey Leute, ich kacke ja komplett ab. Dann verfolgt mich hinter mir auch noch dieser Typ mit der Armbrust. Wirklich. Ey, ich bin wieder auf eure Tipps angewiesen. Beziehungsweise, wenn ihr sagt, ihr habt Bock auf einen Livestream, Skyblock mit Luca, morgen um 18 Uhr, dann schaut in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch bei dem Kommentar Twitch Livestreams, ja, dann werden wir das morgen machen. Ich sprinte jetzt erstmal nach Hause. Die Sache ist auch, das wollte ich vorhin schon sagen, ich wollte dieses Video eigentlich schon gestern hochladen. Ich habe ja gesagt, eigentlich in meinem letzten Livestream, dass am Mittwoch Skyblock mit Luca kommt. Die Sache ist allerdings, dass ich mir gestern, während der Aufnahme kam ein Kumpel zu mir, wollte chillen und ich habe den dann halt hochgelassen. Während der Aufnahme ihm die Tür aufgemacht, wollte ihn erschrecken und bin mit meinem Kopf gegen den Türrahmen gesprungen, sodass ich eine Platzwunde hatte. Ich habe auch, die Aufnahme lief ja deswegen, ich habe auch die Sounds davon, ich spiele es euch immer ab. Ey Leute, was geht? Ein Kumpel kam gerade an und ich wollte ihn überraschen und bin gegen die Tür aus Versehen gesprungen, gegen den Türrahmen. Und jetzt habe ich einen Cut oben an meinem Kopf und es blutet und ich kühle das schon die ganze Zeit. Ich will es euch nicht zeigen. Jetzt kommt ein Krankenwagen. Ich konnte logischerweise gestern die Aufnahme nach dieser Platzwundengeschichte mit Krankenhaus und bla nicht mehr fortsetzen. Und hatte zum Glück noch eine Backup-Version von meiner Skyblock mit Luca Welt, sodass ich das jetzt heute quasi neu starten konnte, diese Folge. Allerdings, ja, musste ich dementsprechend die Folge auf heute verschieben. Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz hier schlafen, Tür natürlich hinter einem zumachen, sodass der Regen weg ist und dass wir Tag haben und dass wir endlich auch mal wieder entspannte Musik hier am Start haben. Also, und da haben wir die Musik am Start, meine Damen und Herren. Ich laufe auch mal eben kurz hier zur Monsterfarm. Oh, hier ist gar nicht so viel, ich Idiot. Das hätte ich zu Beginn der Folge, glaube ich, machen müssen, weil dann noch relativ viel hier stand. Aber dadurch, dass der Chunk hier nicht mehr geladen hatte, weil ich ja dort hinten war, boah, ich habe mich auch wieder krüppelig davor gebaut, ne? Weil ich da hinten war, hat hier leider keiner, ist hier kein Monster gespawnt. Schaut euch mal an, was hier jetzt schon wieder abgeht allein. Naja, gut, wir wollen noch mal zum Ende kommen. Die Folge ist schon wieder sehr, sehr lang. Sorry, dass, wie gesagt, dann gestern dieses Video hier nicht kam, sondern heute. Ich glaube, ihr könnt es allerdings verstehen. Ich lag halt im Krankenhaus, es musste geklebt werden. Ich will euch keine Fotos einblenden, wie das aussah, weil dann wird das Video gesperrt. Aber war alles voll mit Blut, mein ganzer Kopf war chillig. Ja. Leute, ich versetze mich jetzt tatsächlich zum allerersten Mal seit Minecraft mit Luca Staffel 1 in den Game Mode Creative. Sag mal, habe ich keine Rechte auf meiner eigenen Welt? Okay, ich habe gerade mal gegoogelt, man musste wohl die LAN-Welt öffnen. Jetzt bin ich Creative Mode. Okay, ihr seht schon, unten meine Herzen sind weg. Ich kann fliegen hier über meine Welt, ich kann hochfliegen, ich kann runterfliegen und wenn ich irgendwas zerstöre, geht das genau in diesem Moment. Das heißt, ich habe keine Abbauzeiten. Von daher, ich cheate in Skyblock mit Luca, meine Damen und Herren. Kurze Timelapse, wie ich hier alles ganz fix wegbaue. Wisst ihr was? Ich habe eine coolere Idee. 3, 2, 1! Bam, Junge! Das erste TNT wurde gezündet und es explodiert. Oh. Hä? Wieso funktioniert das nicht? Ah, meine Damen und Herren, funktioniert! Wir cheaten in Skyblock mit Luca und machen... Was? Warum bleiben da denn Sachen übrig? Mann, ich hatte so eine coole Idee, dass wir hier alles in die Luft springen. Jetzt ist es gar nicht so geworden, wie ich wollte. Jetzt muss ich schlussendlich nur noch mehr Blöcke abbauen. Eine Stunde später. So, meine Damen und Herren, die letzten Blöcke habe ich jetzt mal abgebaut. Hier vorne ist nichts mehr und da ganz hinten seht ihr auch schon, richtig, gar nichts mehr. Diesen komischen
Kristallwürfel da, Ball da hinten habe ich abgebaut. Ich habe da vorne die Inseln abgebaut und auch meinen Weg runter. Leider musste ich jetzt leider, ja wie gesagt, noch mehr abbauen, weil die TNTs ja nicht so richtig gezündet haben auf den Halbstufen. Jedoch habe ich jetzt den Weg nach da hinten einfach mal genauso, wie ich den vorhin gebaut habe, dagelassen, weil da müssen wir vielleicht im Livestream halt nochmal hin. Dann würde ich vielleicht im Livestream nochmal cheaten und das dann auch nochmal wegmachen. Jedoch habe ich mir auch ein Feuerzeug geholt für das TNT. Das wird natürlich auch weggeschmissen. Also einmal zack. Ich gehe wieder in den Game Mode Survival und ihr seht schon, ich habe mir keine extra Sachen irgendwie geholt. Das waren genau die Sachen, die ich vorher auch hatte. Und da die Sonne auch schon wieder untergeht, würde ich an der Stelle tatsächlich das heutige Video auch beenden. Ich esse mal fix nochmal eben eine Kartoffel, sodass ich hier meine Hungerbalken komplett auffüllen kann. Ich glaube, man kann Kartoffeln auch braten, dann geben die nochmal ein bisschen mehr Hunger zurück. Allerdings, ja, meine Damen und Herren, war das die Cheat-Episode. Ich habe jetzt endlich mal hier so ein bisschen einen schöneren Ausblick. Da vorne müsste ich nachher nochmal einen Zaun dran setzen. Das mache ich dann auch in der nächsten Episode einfach mal. Nee, mache ich jetzt. Ihr kennt mich. Dann wird das hier jetzt auch fertig gemacht. Vernünftig. So, zack. Dann können wir auch das Ding nochmal kurz abbauen. So, der hier rein. So, 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 so. Und der Knochen auch. Zack. Ich habe Eisen. Sehe ich gerade. Ein Eisenbarren wurde auf jeden Fall gedroppt. Das ist sehr, sehr gut. Und die ganzen Sachen sortiere ich auch nochmal fix. Das auch. Haken habe ich. Okay, chillig. Eine Armbrust kann ich mal hier reinpacken. Stock brauche ich nicht. Werkbänke brauche ich auch nicht so viele. Gunpowder hier. Komm. Und hier vorne noch die Seide. Dann haben wir's. Danke euch fürs Zuschauen. Sorry, dass ich so verklatscht aussehe, aber ich darf jetzt eine Woche meine Haare nicht waschen wegen der Platzwunde auf dem Kopf. Wie gesagt, schaut mal in die Kommentare hinsichtlich Twitch-Livestreams. Wenn ihr da Bock drauf habt, bin ich morgen um 18 Uhr live. Folgt mir dort. Ich heiße dort LaserLuca. Genauso wie auch auf Instagram, TikTok und überall. Deswegen, ich hab euch lieb. Ciao, haut rein.